Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute gibt es einen Vlog, den ersten Vlog von der Gamescom. Heute ist der erste Tag Mittwoch. Da dürfen bisher nur Fachbesucher und ab 13 Uhr mit Wildcard rein. Also heute wird noch im Gegensatz zu den anderen Tagen relativ leer. Also ich bin mal gespannt. Also der Parkplatz sagt was anderes. Wir haben auch mal schnell wieder geparkt. Naja, mal gucken, wie das wird, wie voll das heute schon wird. Sonst waren wir immer auf dem Parkplatzeingang, diesmal Eingang Nord. Und Bändchen auch schon abgeholt, das plus 18 Bändchen. Jetzt geht's rein. So, ich bin jetzt hier am TikTok-Stand und hier werde ich auch Donnerstag, Freitag streamen. Hier seht ihr hinter mir schon, das ist quasi wie so ein Stream. Und hier gibt es noch verschiedene Bildschirme, hier werden verschiedene Clips von uns gezeigt. Da werde ich Donnerstag, Freitag live sein, einmal 14 Uhr und einmal 18 Uhr. Da freue ich mich schon sehr. Da gibt es auch so einen kleinen Recovery Room, I don't know. Und da werde ich auch noch ein bisschen Clips dann Donnerstag, Freitag in anderen Vlog dann euch ein bisschen mitnehmen. Yo, das ist ja geil gemacht da oben mit den UNO-Karten. Jo, die Autos sind auch ganz schön fresh aus. Das ist auch geil gemacht. Das ist so ein Freizeitparkspiel und das ist einfach so eine halbe Achterbahn irgendwie. Übrigens ist es ultra voll schon an dem Mittwoch. Sonst war man hier immer gefühlt alleine. Und wir haben gerade mal 11 Uhr oder so. Ja, und um 13 Uhr kommen noch die Wildcard-Leute rein. Also wenn es am Mittwoch schon so voll ist, dann will ich nicht wissen, was hier Samstag abgeht. Also das ist schon ein bisschen crazy. Ey, das ist schwieriger als man denkt, ich schwör's dir. Vor allen Dingen die Bremse. Ja. Habe ich, oder? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Oh, nee, da kann ich nicht rein in die Box. Warum nicht? So, hier gefällt mir. Und da vorne fällt mein Geist. Boah, ich kriege gleich einen Krampf im Fuß, ne? Ich sage dir. Ach ja, ich hab's vergessen. Ich wollte machen wie letzte Runde. Ich fahre einfach Dings Schleichweg. Oh. Welchen Gang nimmt man in der Kurve? Oh, jetzt bin ich aber langsamer als gerade. Obwohl ich da gedreht habe. Ja. Ja, hab alles. So, wir sind jetzt hier im Co-Working Space. Damals gab es ja immer eine Red Bull Area, aber dieses Jahr gibt es keine. Heute gibt es eine Co-Working Space hier. Hier kann man streamen, hier hat man verschiedene Streaming-Räume, hier kann man ein bisschen was essen. Ich werde euch ein bisschen eine Roomtour geben und euch mal zeigen, was man hier sonst so machen kann. Also hier konnte man im Vorhinein quasi die Streaming-Räume mieten und dann hat man hier so sein Setup. Und das ist auch crazy. Es gibt von Elgato wohl so eine Cam, da kann man so reingucken und das ist wie so Teleprompter-mäßig. Und dann sieht es so aus, als ob man in die Cam gucken würde, obwohl man eigentlich den Chat liest. Also sieht schon sehr, sehr chillig aus hier. Allerdings werde ich auf TikTok streamen und gar nicht hier. Aber es sieht trotzdem echt entspannt aus, auch mit den Lichtern hier und so. Da hinten kann man sich dann auch was zum Essen und Kleinigkeiten, so Snacks-mäßig. Wie geht's nochmal los? Mit Y. Gewöhnlich, da ist mal ein bisschen dran. Ja. Genau, vergiss den zweiten Knüppel nicht. Ah ja. Genau. Wie war nochmal das Aufklappen? Oh, jetzt habe ich wieder da zurück. Da ist wieder Grundposition. Jetzt musst du wieder Y drücken. Ja. Genau. A und B ist halt auf und zu. Ja. Hier die beiden. Und über diese linke Schultertaste, wenn du die gedrückt hältst, hast du eine Doppelbelegung von den beiden. Ah, boah, da musst du erstmal ein Gefühl für kriegen. Ja, genau. Ja, nimm dir ein bisschen Zeit, ne, und dann kannst du mal versuchen, vielleicht mal in den Becher auf. Oder so. So, wir haben jetzt hier ein Geschenk von ihm hier. Moin. Und was ist es? Diese lockere oder was? Oh mein Gott. Letztes Jahr Gamescom. Michelles epische Double Cap. Diese Loke. Oh, stimmt. Oh mein Gott, ich habe die schon voll vergessen. Hä, aber das ist so geil, ne? Kann man das irgendwo aufkleben? Das ist ein Aufkleber. Kannst du hinten die Folie abmachen? Ja. Und dann kannst du überall hinkleben. Ja, sehr geil. Bis morgen Gamescom. So, wir sind jetzt angekommen im Hotelzimmer. Wir haben ein kleines, gemütliches Hotelzimmer. Das ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, ja, altmodisch, aber sieht gemütlich aus. Genau, und gerade die Rückfahrt, wir hatten noch sehr, sehr viel Stau, aber jetzt sind wir endlich angekommen. Dann geht es gleich noch etwas Kleinigkeit essen. Ja, ich habe heute noch bisher nicht so viel gegessen, Corny und Pommes. Deswegen gleich gibt es noch eine Kleinigkeit hier in der Nähe. Ein Restaurant müssen wir noch schauen, welches wir dann nehmen. Aber Fazit zu Tag 1, das war schon relativ voll. Also für, hatte ich glaube ich auch schon einmal gesagt, für Mittwoch war es unerwartet voll. Deswegen mal schauen, wie es die nächsten Tage wird. Ich bin auch schon gut kaputt, Rückenschmerzen, dies, das, alles dabei. Habe auch nur 2 Stunden geschlafen von 2 bis 4. Genau, aber nee, nicht von 2 bis 4, oder? Nee, von 4 bis 6, genau. 4 bis 6 habe ich geschlafen, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja,
das ist jetzt mein kleiner Vlog gewesen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel aufgenommen. Wie gesagt, ich habe noch gestreamt auf Twitch und TikTok. Vielleicht kann man dann noch ein paar Stream-Highlights einfügen jetzt noch in den Vlog. Also das Ding sieht brutal aus. Wie so in Dreiecksform. Das habe ich auch bisher noch nicht gesehen, muss ich sagen. Irgendwie bei so anderen Baugeräten, aber beim Traktor. Hallo, Grüße. Wer bist denn du? Zweig. Was, wer? Zweig. Strike-Fade. Strike-Fade? Ja. Also ich kenne ihn. Ja? Warte, ich habe letztens noch gefragt, ob du da bist jetzt. Ja, weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich bin immer vorne vertieft. Na gut. Geil, viel Spaß. Jo, gleichfalls. Ciao, ciao. Strike Fade? Strikefall oder so geschrieben. Aus Twitch. Was? Strikefall? Ja. Oh mein Gott. Willst du hingehen und sagen? Nein, egal, das ist peinlich. Ey Mann, das tut mir jetzt voll leid. Na gut, anderes Thema. Hier gibt's Essen. So, und da hinten ist dieses Baby. Guckt euch dieses Baby an, Digga. Das ist geistkrank. Boah, Digga, ihr will mich das angreifen gleich. Uiuiui. Haare sind bodenlos. Ich hatte früher so ein, wie heißt das? Nicht Playmobil. Diese Knete. Play-Doh, glaube ich. Und da konnte man so Knete reinmachen und von oben rausdrücken. Genauso sieht das aus einfach. Boah, guck mal, Chad, damit hat alles angefangen. Xbox, nee, warte, Nintendo. Es ist Nintendo 69. Hallo, er läuft einfach weg. Von dem Nintendo 69. Scheiß drauf. Egal, wir gehen weiter. Nee, alles gut. Alles gut. Scheiß drauf. Nix, alles gut, nichts passiert. Ah, stopp. Ah, moin. Was geht? Seid ihr auch gerade am Stream? Oder Videos? Ja, sehr geil. Wofür, was macht ihr? Der Avive steuert Revi. Ah. Im Ohr. Stöpsel. Ach krass, heute schon direkt? Ja, crazy. Und der Revi tut gerade sein Gesicht kopieren. Ah, das ist ja geil. Ja. Sehr cool. Ja, wir streamen gerade ein bisschen IL-Content. Ja. Ja. Und läuft gut? Ja, ja. Wie lange seid ihr hier? Komplett die Woche? Ja, bis Sonntag. Ja, wir auch komplettes Programm. Ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Es ist vor allen Dingen jetzt auch richtig voll. Also letztes Jahr war ja richtig schwer. Ja, für Mittwoch, gell? Für Mittwoch. Bin ich auch übertrieben. Ja. Letztes Jahr konnte man hier noch mal wenigstens was zocken oder so, aber diesmal gar nichts, ne? Also hast du noch gar nichts gespielt? Nee, ich habe nur so einen kleinen Simulator, so einen Rennsimulator gespielt, aber sonst muss man ja schon teilweise echt lange anstehen, deswegen. Jetzt habe ich auch vielleicht überlegt mit dem Stream oder so, aber es ist immer schwierig mit der Warteschlange dann jetzt da reinzugehen, was zu zocken, ne? Ja. World of Warcraft. Die haben sogar eigene so Simulationen irgendwie. Lass uns mal ein bisschen näher ran. Man sitzt auf irgendwas drauf, okay, und dann kriegt man so eine VR-Brille an. So, was passiert jetzt? Ah, das ist dann wie so ein Dings, ne? Wie heißen die Dinger? Auf der Kirmes? So ein... Ah, Reiten mit VR. Na gut. Ah ja, guck mal, film mal rüber. Ja, sieht interessant aus. Da sehe ich mich. genau, aber dann geht's morgen los wieder, 9 Uhr. Und da wird wieder gestreamt vom TikTok-Stand und so weiter. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Morgens früh direkt oder mittags, je nachdem, welchen Slot ich da nehme. Genau, aber ich bin mal gespannt und jetzt erstmal schlafen. Beziehungsweise erstmal essen und dann schlafen. Und zum Abschluss jetzt einen schönen Crispy Chicken Burger.